Harry sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen und dem ausführlichen Wetter und dem dazugehörigen Video hier am Strand von Maspalomas, Palomas, beginnend an der Charca. Und schaut mal, wie viele kleine Vögel hier im Gras sitzen. Man sieht sie kaum. Auch hier und picken an den Gräsern herum. Alles voll hier. Ja, da drüben sitzen wieder unsere Reiher in Reih und Glied. Ganz so schön wieder das Meer zu sehen. Ja, und die ersten Strandbesucher, die gehen schon wieder nach Hause. Etwas höhere Wellen heute Morgen, sichtbar und hörbar. 9.09 Uhr im Moment haben wir 22 Grad. Ja, das war es auch heute Morgen an der Hauswand. Tiefstwerte 20 Grad, Höchstwerte werden heute wieder um die 29 Grad erwartet. Sonnenaufgang war um 8.06 Uhr und um 19.24 Uhr ist der Sonnenuntergang. Zu den Gezeiten um 9.08 Uhr, also gleich in 3 Minuten, ist Hochwasser. 15.48 Uhr ist Niedrigwasser, jetzt also nicht so gut die Bedingungen zum Laufen am Strand. So, ich sehe ein paar aufeinanderfolgende Wellen hier. 3 Stück jetzt so hintereinander. Ja, und wenn es heute eine Abrisskante hat, dann gibt es auch bestimmt schöne Aufnahmen. Ja, und da ist sie wieder, die Riesen-Abrisskante, Riesen im Verhältnis, ich zeig's euch. Faro Leuchtturm, ja, wer gerne möchte, kann da am Freitag mit dabei sein, so um 16 Uhr, mit und ohne Kamera. Können wir uns ein bisschen unterhalten, da gibt es dann auch die Taschen und die T-Shirts, ihr seht das am Ende des Videos ab und zu mal eingeblendet, wie das aussieht. Der Wellenalarm wurde gegeben, aber nicht für die oder für Gran Canaria. Also hier gibt es jetzt keine so großen Wellen. So, und hier seht ihr die Abrisskante, an der bin ich gerade eben vorbeigegangen. Und wenn das Wasser da ranklatscht, dann
Ja, werden wir gleich sehen. Ja, an dieser Stelle recht herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Abonnieren der Videos, fürs Teilen, fürs Weiterleiten und für die Beantwortung auch der Fragen. Es ist immer auch ein bisschen gefährlich, hier direkt an der Abrisskante zu stehen. Deshalb, genau deshalb. Ja, wieder mittendrin statt nur dabei. Ja, so schaut das aus, wenn das Wasser dagegen klatscht. So, ich habe jetzt gerade so eine Breitseite bekommen, von hinten. Das ist eben das Risiko, dass man hier auch nass wird. Hier durch diese brechende Welle. Aber es macht Spaß. Ah, jetzt habe ich nicht gesehen, da war es. Schön anzusehen. Ja, und ich stehe schon eine ganze Weile hier jetzt, habe gerade das Wetter in Kurzform gemacht und hier hat es jetzt richtig angeschlagen. Das war jetzt schön anzusehen. Ja, schön. Mal ein bisschen Abwechslung mit den Wellen wieder hier. Und so schaut das von vorne aus.
Und hier brechen sie sich und genau da stehe ich. Deswegen alles nass. Ja, unsere Wassersportler, die sind auch auf der Lauer nach der richtigen Welle. Jetzt sieht man wieder schön. So. Ja, weit bin ich noch nicht gekommen, nein. Aber das ist auch zu schön, um hier einfach von der Abrisskante wegzugehen. So, jetzt schauen wir mal, ob er es erwischt hat, die Welle. Ja. So, jetzt geht es aber doch ein bisschen weiter noch. Wellen hin, Wellen her. Ja, also gestern Abend. Es hat nach Regen ausgesehen, aber in Maspalomas hat es nicht geregnet. So, der Blick in die Berge. Gleich. Ich sehe gerade am Horizont mehrere Boote. Und eins davon ist ganz schnell unterwegs. So, der Strand von Maspalomas am Montagmorgen. Für heute ist nicht so viel los. So, und jetzt der Blick hier in die Berge. Ja, ganz ist dieses, in Anführungszeichen, Unwetter noch nicht vorbei. Ja, das ist der Morgenspaziergang.
Der Blick nochmal Richtung Monte Leone, jetzt sieht man es richtig schön. Ja, ungefähr mit dem Auto 20 bis 30 Minuten zu fahren. Ja, schön mittendrin zu sein. Das ist schon ziemlich nahe, was ich hier mache mit den Wellen. Hier ist es schöner, hier ist ganz einfach ein bisschen mehr los, ein bisschen mehr Bewegung. Das sieht ganz schön, wenn die Welle hier ankommt. Ja, eindeutig hier mehr Bewegung im Wasser. Deswegen auch die Abrisskante, die kommt ja nicht von alleine. Ja, das ist doch mal wieder was. Ein bisschen Bewegung hier unten am Wasser. Da irgendwo liegt hier ein Stein, den habe ich gesehen. Da ist er. Das ist natürlich auch gefährlich, wenn man da läuft und dagegen kommt. So, jetzt sieht man das mal von der Seite hier, die Abrisskante. Ja, wenn da eine Welle kommt und dagegen klatscht, wo die gerade laufen, an der Kante, dann werden die wohl nass. Aber das ist jetzt
gerade im Moment nicht der Fall. So, die setzt sich da jetzt hin. Aha, das ist gut. Die setzen sich alle hin, das ist schön. Ja, ihr seht, ganz schön viel Bewegung hier vorne am Wasser, im Wasser. Ja, ich stehe hier und schaue, und das ist für mich das Schönste, was ich heute Morgen machen kann. Alles ist nass, bis fast zur Brust, das T-Shirt auch, also, aber das spielt jetzt hier auch keine Rolle. Das meinte ich, der steht da gerade genau richtig, an der Abrisskante. Schön, ja, ich sag, das dauert halt wieder etwas länger. Einfach nur schön. Ja, und sie hat kein Foto gemacht, die Bekannte. Ah, jetzt hat's mich wieder erwischt. Ja, aber irgendwann muss ich ja wirklich mal hier weg. Nützt ja nichts. Da auch schön wieder der Wassersportler. Aber ah, da ist einer, da ist wieder einer. Ja, er hat es erwischt. Ganz gut. So, ja, dann geht es für mich jetzt auch wieder in die andere Richtung. Schön war es auf jeden Fall. 24 Grad zeigt das Thermometer jetzt an. So, mit diesen Bildern hier
möchte ich mich dann auch verabschieden. Ich warte immer noch auf eine schöne große Welle. Aber wir haben ja jetzt schon wieder ablaufendes Wasser seit 20 Minuten. Ach, ist das schön, einfach nur schön, da kann man eigentlich gar nicht gehen. So, mit ein bisschen Zeitverzögerung seid ihr fast genauso dabei wie ich. Ja, in diesem Sinne, bis später zur Realität. Hasta luego. Bis dann.